Willkommen bei einer neuen Runde DLC Heroes. Wuhuhuhu. Part Nummer 4. In der zweiten Kampagne sind wir. Oh, dummes Geld. Geld. Na, können wir aber noch nicht hin. Aber jetzt können wir hier, glaube ich, vorbei, oder? Ja. Danke sehr. Hier können wir nicht rein. Aber hier hoch. Und hier ist ein Geheimdingens. Also so geheim ist es zwar nicht, aber... Ah. Incredibly important pack. Gleich mal holen. Was könnte das nur sein? Bunte Pferderüstungen. Was? Okay. Und was bringt das genau? Also das verstehe ich jetzt nicht. Also, Moment mal, gut, das tut mir leid, aber das muss ich echt nochmal lesen. Heißt, das ist jetzt wirklich mal gar nichts gebracht. Ja. Also, die unglaubliche Wichtigkeit, Bedeutung dieses Pakets, kann man nicht erklären, ohne das Paket zu haben. Das heißt, das bringt mal gar nichts. So verstehe ich das jetzt auf jeden Fall aus dem eher ironischen Unterton dieses Spiels. Und was machen wir denn jetzt? War da rechts noch was? Hm, mal gucken. Weiß ich jetzt nicht mehr. Wuhu. Bup. Nö. Ich glaube nicht. Hm. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was können wir denn da machen? Ach so, dumm an die Decke springen. Huhuhu. Nö, machen können wir da. Also, Schwert haben wir auch noch nicht. Jo. Steht nix. Hm. Du hast nichts mehr gehabt, oder sonst? Nö. No DLC available. Vor allem. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, er ist der Typ. Historiker. Ja, das ist wieder das mit den Steuern. Nö. Du warst der komische Nerd. Ja, genau. Mit den doofen Internet-Memes. Ups. Was war das bitte? Ich habe nochmal versucht, das Ganze mit dem Gamepad hinzukriegen, aber das geht wirklich nicht. Wahrscheinlich ist meines zu alt. Es wird gar nicht erst erkannt vom Spiel. In all den Lego-Spielen geht's, Lego Star Wars und so, geht's schon. Hier nicht. Hallo. Das ist auch nichts mehr zu sagen, oder? Okay, aber auch nicht schlecht. Der senile Dorfälteste. Ah, da sieht es anders aus. Ah, das dürfte es gewesen sein. Hm. Incredible Danger? Was ist denn dieses unglaublich wichtige Paket? Über was war das denn? Ja, das. Der farbige Text. Tut mir leid, ich hab's weggeklickt. Also hier das ganze Paket war der farbige Text. Ja. Böse Kreatur im Osten. Viele Dorfbewohner entführt. Das erklärt auch, warum es so wenige sind von ihnen. Okay. Wir müssen irgendwie ein Weg. Ah, ein Schwert. Na, also geht doch. Okay. Schwert! Everyone gets this one. Na, danke. So ist mir noch garantiert kein Erfolgserlebnis. Prügeln ist immer noch. Ups, an. Nee, nicht genau vor ihm. Geh weg. Jupp, geht noch. Alles perfekt. Du hast nichts mehr? Ne. Wisst ihr was? Links durch möchte ich mal noch. Da hat es nämlich auch Büsche.
Weil ich denke mal, rechts dürfte es weitergehen. Das sieht richtig Pokémon-like aus. Cave Zone. Ich habe ganz... Geh weg, ich sehe... Ah, wo, das müssen wir noch kaufen. Schön, dass es überhaupt gibt hier. Walljump. Wo kommen wir hier hin? Tief runter. Oh oh. Wir können sterben. Da auch. Ja, gut, okay, das ging jetzt. Boah, ich bin unfassbar schlecht in solchen. Jupp, ich sag's. Ja, okay, komm. Holen wir uns den, wenn wir es leisten können, den Walljump. Schon was Nettes. Natürlich nicht, das sind 3. Nö. Nochmal, ne? Jetzt die hier. Da geht's noch rüber, sehe ich gerade. Ah, okay. Klasse. Das hat sich... Oh, Checkpoints. Bup. Hoppala. Okay, das könnte noch ein Weilchen dauern. Nein! Okay, wisst ihr was, das versuche ich nachher nochmal. ne, hier hin. Jo. Nicht runterfallen. Bäh! Mann! Ich kann das sowas von gar nicht. Aber wir haben das Geld geholt. Jetzt können wir theoretisch hoch und dann den Walljump holen, aber... Ja! Uhu! Erstmal alles einsammeln, bitte nicht sterben kurz. Drüben hat es einen neuen DLC. Es widerstrebt mir irgendwie das zu sagen. Ne, hier kommen wir nicht durch. Dann aber hier, hoffentlich. Ja, ich hab so irgendwie tief in mir drin wusste ich, dass das geschieht. Aber ich hab... ich musste es einfach ausprobieren. Hey, es hat funktioniert beim ersten Versuch. Nicht mit mir. Nein! Na. Ich unterlasse jeden Kommentar zu dieser Aktion, aber gut, das wird schon noch, das wird noch. So, geht doch. Ah. Geld. Wuhu. Wo war der an? Ah, hier. Neue DLC. Elfbar. Oh, dann stellen wir nicht das erste Mal immer. Das ist gut. Hat irgendwie was von Evoland. Hm? Ist aber älter als Evoland, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich vorsichtig sein. Und noch ein DLC hier haben wir. Was soll das sein? Parallax. Parallax? Weiß ich jetzt nicht. Nur ja, wir werden es sehen, wenn wir die Kohle haben. Wenn wir sie denn haben, aber im Moment geht's ganz gut mit dem Geld. Noch mehr Gebüsch. Wozu alle sind wir hier? Ah! Interessant. Dann möchte ich noch gucken, ob es da noch... Oh, oh, da kommen wir nicht mehr hoch. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Also gut, dann gehen wir zurück. Nee, zurück. Haben wir 2 neue DLCs. DLCs gibt es mir alle. 3 sogar. Die Hard Graphics Fans Rejoice. Scrolling Moves Workarounds. Jetzt habe ich es nicht fertig gelesen. Das war doof. So, hier. Breakout Background Layers for a Subtle. Ah, in der. Tiefenunschärfe? Könnte sein. Ja, die wirklich wichtigen DLCs sind immerhin schön billig. Jo, und ein Walljump. Juhu, 4 Herzen. Und gleich mal den Walljump ausprobieren gehen. Oh nein, jetzt sind wir hier oben wieder. Nicht gut.
Boop. Boop. Wie war das? Okay. Ah, das ist einfach so hochkraxeln. Also das ging jetzt wahrscheinlich mit dem Gamepad einiges besser. Das ist gerade jetzt echt verdammt taglich. Ah. Wisst ihr was? Ich werde mal kurz hier kommen. Ich dachte mir, nee, ich lasse es jetzt auf Original, aber... Das geht echt nicht. Wo könnten wir schlagen? Weh. Obwohl, ich hätte gerne das hier und das. So. So könnte es jetzt gehen. Geht's? Jo. Ah. Na also. Oh. You got it. No problem. Sincerely, Game Designer. Nein, ich danke. Ich sehe nicht so viel. Aber cool gemacht, dass man hier noch sowas hat. Und lustige Hintergrundmusik. Klingt irgendwie so nach Tetris. Also nicht vom nur wegen weil 8-Bit, sondern stiltechnisch. This area is dark because our art director says. Okay, hier steht's. Dieses Gebiet ist dunkel, der unser Art Director, also der Direktor des der Kunst, also des Designs, sagte, dass Silhouetten sehr künstlerisch seien und gerade in trendy. Okay, warte mal, wie kannst du diese Schilder lesen? Wahrscheinlich, weil es dunkel ist. Keine Ahnung. Weil ihr sie dahingestellt habt, die doofen Designer. Aber da oben hat es noch mehr Geld. Die Map ist irgendwie bedeutend größer wie die erste, kann das sein? Kann auch sein, dass ich mich irre. Geh nochmal hoch, vielleicht ist da noch was. Ich übersehe schnell mal Sachen. Vor allem, wenn es dunkel ist. Ja, da. Ach! Unfassbar. So. Obwohl, es geht wirklich besser mit dem Hüpfen. Kaum sage ich's, läuft nichts mehr. Da oben hat's ja noch mehr Stacheln gehabt. Ist hier oben auch noch was oder ist die nur Geld? Oh. Dein Geruch. Damit habe ich befürchtet. Eine Mischung aus. Das habe ich befürchtet und damit habe ich gerechnet. Und ich meine beides. Oder beides trifft zu, sagen wir es so. So, geht doch. Uah. Ganz schön gefährlich, ja? Alter. Nee. So. So. Und so. Ziemlich viel Geld. Oh, 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 das ist aber fies. Juhu! Für was findet man hier all die Kohle? Das verwirrt mich jetzt. Aber das, die Musik ist echt sau cool. Gefällt mir sehr gut. Okay, gehen wir hier mal weiter. Alan, please, and so name. What? Alan, also... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das ist wahrscheinlich einer der Level-Designer. Und hier steht Alan, bitte, mach hier eine Welt hin. Oder allgemein. Aber kriegt man hier was, wenn man hier... Okay, das ist wirklich irgendwie lustig. Die ist einfach nix. Cool. Hier wieder auf hier. Ein schönes kleines Spielchen. Kann man empfehlen, auch wenn ich dafür nur... jetzt nur unwesentlich weniger gezahlt habe für The Witcher, aber das liegt am Summer Sale. Hm, da habe ich was gesehen. Ah, da möchte ich gerne nochmal sterben. Tut mir leid, da habe ich nämlich was gesehen. Hier. Und jetzt kann ich da nicht weiter, oder was? Okay, das ist jetzt frech.
Ah, jetzt geht's. Man muss sich durchhauen. So. Für was wir das Geld haben, wundere mich nicht. Gerade ein bisschen. Oh la, das war knapp. Das war knapp. Ich habe jetzt gehofft, dass man hier jetzt auch 4 Versuche hat, aber scheinbar ist die Health Bar nur kosmetischer Natur. Oh, so funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Wenig für diese verhältnismäßig schwierige Hüpfpassage. Hat es da oben noch mehr? Ich sehe das. Ne, da oben war man schon. Hier? Ne, hier waren wir auch schon. Ich denke mal, wir haben die Höhle mehr oder weniger geleert. Den dunklen Bereich auch. Die hier ist ein bisschen. Ah, doch. Das könnte gehen. Ich drücke immer reflexmäßig den falschen Knopf. Komm schon. Oh, na gut, okay, so geht's auch. Nee. Jetzt, komm, was soll's, macht ja nix. Oh, da unten hat sie noch Geld. Oh, okay, schön. Gehen wir auch noch hin. Wer bist denn du? Ich bin Groove. Ich war ein... Moment mal. Also er sagt, ich war sehr mal im Meinen, im Bergbauen. Also ein Bergarbeiter. Und sieht er nicht irgendwie verdammt ähnlich aus wie Notch, oder bin ich das? Ich denke, das erklärt, warum du unten bist. Ah, ich mach das ich mit dem... Bin ich mit dem Bergbaugewerbe tätig. Ah. Ich verstehe. Es ist wirklich Notch. Mit seinem neuen Spiel hier. Ah. It would probably... What? Okay, wir dürfen die Spitzhacke noch nicht nehmen, weil es unfreundlich wäre. Da bin ich ja beruhigt. Jetzt ist wirklich Notch mit, der hat ja so ein neues Spielchen hier. Das wie hieß es? Das jetzt gerade auf Eis gelegt wurde. Weil er eine kreative Krise hat oder so. Haben wir nicht neue DLCs? Ich glaube nicht, oder? Ne, gut, dann gehen wir mal zum Monster. Könnt ihr ja nicht... Nee, okay, ich mach zuerst mal einen kleinen Cut. Man sieht sich, tschüss.